Es machte Spaß, ging flott und leicht. Und das Ziel wurde auch erreicht. Schwangerschaftsnarben bekam ich echt keine. Ungelogen, nicht mal eine. Zuvor hatte ich bereits bei Zeiten, damit die Haut sich gut könnt weiten und keinerlei Schwangerschaftsnarben entstehen, die nachher nicht so schön aussehen, wie ich es mal gelesen hatte, als Tipp in einem Elternblatte, begonnen mit der Zupferei. Immer wenn der Bauch mal frei, sei es nun morgens grad frisch aus dem Bette, zwischendurch auf der Toilette, abends vor dem Schlafengehen, halt immer wenn er nackt zu sehen, habe ich die Haut ergriffen, mit Zeige und mittlerem Finger gekniffen, kurz angehoben und rausrutschen lassen, um sie daneben gleich wieder zu fassen, zu kneifen, zu heben und auch freizugeben und so weiter, stets daneben, bis gezupft der ganze Bauch und rot gefleckt dann meistens auch. Bald war ich darin routiniert, hab's regelmäßig durchgeführt. Es machte Spaß, ging flott und leicht. Und das Ziel wurde auch erreicht. Schwangerschaftsnarben bekam ich echt keine. Ungelogen, nicht mal eine.